liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Kati, ich bin in der berufsbegleitenden Weiterbildung in der Kita Osterbrook der Elbkinder und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während der Corona-Pandemie habe ich den Fernseher angemacht, habe die Danksagungen gesehen an die Corona-Heldinnen und Helden und habe gehört, wie die Arbeitgeber sich für unseren Einsatz in den Kindertagesstätten bedankt haben. Aber wenn ich mir unsere Arbeitsbedingungen ansehe, dann weiß ich nicht, wie es euch geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber in meinem Team sind zwei Kolleginnen, von denen eine seit langem erkrankt ist. Wir haben Kinder mit Inklusionsanspruch. Wir haben keinen einzigen Heilerzieher in unserem Team, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin in der Ausbildung und mit meinen 19 Stunden die Woche versuche ich, die Lücken im Team auszufüllen, die es gerade gibt. Ich hatte seit Februar kein Auszubildendengespräch mehr. Es gibt mittlerweile viele Tage, liebe Kolleginnen und Kollegen, an denen ich nach Hause gehe und keine Kraft mehr habe für meine Freizeit und für meine Hobbys. Und ich erzähle euch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ich weiß, dass es bei euch überhaupt nicht anders ist. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind schlechte Ausbildungsbedingungen, das sind schlechte Arbeitsbedingungen und das sind schlechte Lebensbedingungen. Und wie oft hat man uns erzählt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können nicht mehr Personal einstellen, weil das Gutscheinsystem die Finanzierung nicht hergibt. Wie oft wurde uns von unseren Arbeitgebern gesagt, wir können keine besseren Arbeitsbedingungen haben, weil sich die Kitas ökonomisch rentieren sollen. Und wenn das so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann machen wir es wie in den Krankenhäusern. Organisieren wir uns, kämpfen wir weiter, bis wir mehr Personal, Entlastung und Konsequenzenmanagement haben. Wir machen unsere Arbeit gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich mir die Bedingungen in den Hamburger Kitas anschaue, dann weiß ich, wer seine Arbeit nicht gut macht. Und das sind die Politiker, die 100 Milliarden für Aufrüstung ausgegeben haben und nicht für Entlastung. Die Arbeitgeber reden von Anerkennung. Seit Jahren hören wir, dass sie uns Danke sagen für unseren Einsatz. Aber wenn sie am Verhandlungstisch sitzen, sagen sie, dass sie sich Verbesserungen für unsere Arbeit, für die Kinder und für die Familien von Arbeiterinnen und Arbeitern, die ihre Kinder in unsere Kitas schicken, nicht leisten können. Und wenn ich an unsere harte Arbeit, an meinen Arbeitsalltag denke, muss ich ehrlich sagen, die ausbleibenden Angebote der Arbeitgeberseite sind eine einzige Frechheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn das so ist und in der dritten Verhandlungsrunde weiter kein ordentliches Angebot gemacht wird, dann finde ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir weiter streiken und weiter kämpfen. Und an alle von euch, die so nichts gemacht haben, liebe Kollegen,